22 Fahrzeuge, der 30. große Preis von Kanada. Die achte Pole für David Coulthard, vorn rechts, vorn links Mika Häkkinen. Und die rechte Reihe hinter Häkkinen, hinter Coulthard, das ist dann die deutsche Reihe mit Schumacher, Michael Schumacher, Ralf und Heinz-Harald Frentzen. Die Ampel ist auf Rot und jetzt ist das Licht aus. Bis jetzt hat noch kein McLaren-Fahrer einen Startplatz verloren. Aber jetzt sieht es so aus, als sollte es zum ersten Mal passiert sein. Jawohl, Michael Schumacher hat sich direkt zwischen die beiden Silberpfeile gefasst und da ein Überschlag. Das müsste Alex Wurz gewesen sein. Dahinter ist ein Ligier, ein Prost, Panis oder Trulli. Ja, das wird sicher einen Rennabbruch geben jetzt, weil die drei hier mitten in den... Und da ist auch noch Jean Alesi mit drin. Ralf Schumacher ist stehen geblieben, hat jetzt Riesenglück, dass das Rennen abgebrochen worden ist. Aber Michael Schumacher wird sich fürchterlich ärgern, denn der hatte einen super Start hingelegt, sich zwischen die Silberpfeile geschoben. Aber jetzt gucken wir erstmal und schauen wir erst einmal, ob da alles glatt gegangen ist, ob da alle sind ausgestiegen. Johnny Herbert haben wir da. Alex Wurz, Olivier Panis. Ja, untereinander wird erstmal gefragt, alles gut gegangen, ist hier nichts passiert. Ja, das Erste, an was man denkt, ist so schnell wie möglich zurück und ins Ersatzauto. Das Rennen, wenn jetzt sofort abgebrochen ist, kann man ja im Ersatzauto starten. Das Gefühl, muss ich ganz ehrlich gestehen, nach einer Startkarambolage für den Fahrer, ist eigentlich nur so ein bisschen Ärger, verdammt nochmal, und dann wieder nur Hoffnung, so schnell wie möglich ins neue, noch ganze Auto, um wieder loszufahren. Jetzt sehen wir es nochmal. Michael Schumachers hervorragender Start vorbei an Mika Häkkinen. Das ist, wie gesagt, das erste Mal, dass ein McLaren-Pilot Plätze verloren oder einen Platz verloren hat. Ja. Da kommt die Kollision. Da war Alex schon ganz außen. Ja, also da hat er etwas besonders optimistisch angegangen, und das führt in solchen Situationen zwangsläufig zum Unfall. Er hat versucht, in der ersten Kurve ein Rennen für sich zu entscheiden. Da sehen wir den Da muss jetzt links dazwischen kommen. Ja, hier kommt er. Fliegender Österreicher. Doppelter Salto. Sieht so ein bisschen aus wie Hermann Mayer bei den Olympischen Spielen. Aber auch da gab es ja noch ein Happy End hinterher mit Goldmedaillen. Nach dem ersten schlimmen Sturz, Johnny Herbert. Ja, beide sauber leider draußen. Das heißt, da wird höchstwahrscheinlich nur einer weiterfahren. Man hatte nur einer Satz. Und Jean Alesi war der, der gesprintet ist, und Johnny Herbert hat den Helm schon ab, und das erklärt ganz klar, Jean wird fahren und Johnny schaut zu. Schade, Pech für ihn. Das weiß man eigentlich vorher, weil man hat das Ersatzauto zugeordnet bekommen am Anfang des Wochenendes. Und deswegen rennt der Jean und der Johnny schaut nur zu.